Let's Play 45. Das 45-Minuten-Projekt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play 45 Doom 2. Ein absoluter Klassiker. Nicht ganz wie Doom 1, aber naja, fast. Kam übrigens ein Jahr später raus und hat so ein bisschen. Und hat so ein bisschen was von so einem Add-on gehabt. Weil ich sag mal, bis auf die Schrotflinte. Gab's noch ein paar neue Gegner, ist eigentlich kaum was Neues dazugekommen. Für das Let's Play 45 habe ich mal die ersten, ich glaube, 2 Level mal ein bisschen ausgelassen, weil ich wollte mal ein bisschen was vom Spiel selber zeigen. Das erste sind eher so kleine Anfangs-Reinkommen-Tutorial-Level und dann sind wir jetzt beim ersten richtigen Level, wo es auch schon mal so ein bisschen rund geht. Uha. Oh, komm weg hier. Hier geht's gleich ganz rund. Ach Mist. Werde ich hier ganz rund gemacht. Uah. Boah, diese Maschinengewehr-Heinis. Die sind aber auch echt fies, die Jungs. Okay. Das Einzige, was gut ist bei den Dingern, ist, dass sie sehr, sehr wenig einstecken können. Ja, genau, reingelaufen, macht ja auch Spaß. Ein bisschen Munition. 51% Lebensenergie ist, naja, ich möchte den blauen Super, was weiß ich, wie das Ding genau heißt, Super Sphere oder so, wollte ich eigentlich noch in Ruhe lassen, habe ich jetzt gerade, naja. Was ist das hier eigentlich? Ist das ja auch irgendwas? Sieht so komisch aus. Und es herrscht Ruhe. Na toll. Na toll. Na gut, gucken wir nochmal. Na toll. Direkt dran vorbeigelaufen. Ich weiß gar nicht, kommt man da nur an dieses eine Teil ran oder passiert da noch mehr? Oh. Das ist ja niedlich. So eine Art Secret, würde ich sagen, ne? Oh. Oh. Hilft jetzt nur so mittel. Aber gut, wir haben hier 146% Lebensenergie, ein bisschen Munition. Oha, die mache ich auch sehr gerne. Schlüssel haben wir noch keine. Da ist, glaube ich, der Schluss, wenn ich das richtig sehe. Den roten haben wir auch noch nicht. Wir kommen daran. Irgendwo müssen wir da auch. Ah ja, ich weiß. Der ist hier vorne gleich. Der Eingang. Ich glaube, das war das, die Stelle, die ich einmal schon eben aufgemacht habe und wo ich dann mich gleich zurückgezogen habe. Wegen. Naja. Weil hier so viel los war eben. Bäh. Oha. Na, hat da noch jemand? Nicht. Okay. Gut. Sehr schön. Ja, ja, ja. Den Schalter könnte ich drücken, dann würde diese Tür aufgehen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Den hier drücke ich, weil dann geht wahrscheinlich die Tür auf der anderen Seite aus, die ein bisschen Munition und sowas alles herausfallen lässt. Ist auch noch einer und der macht vermutlich den auf der anderen Seite auf, nämlich hier. Das hier. Ja. Haben wir hier noch Schönes? Munition. 38 Schuss. Nur einen Schuss brauchen. 2 Schuss brauchen. Und 4 kriegen. Dann ist das ja eigentlich eine sogenannte Win-Win-Situation. Eigentlich würde ich ja lieber die Doppelschrotflinte verwenden. Aber. Da war noch einer, ne? Jetzt weg. Rote Tür. Gut aus.
Hier was? Ja, hier ist einiges. Oh, die sind weg. Hier ist noch ein Schweinchen. Oh Mann, ey. Die treffen mich, aber ich treffe sie nicht. Die treffen mich, aber ich treffe sie nicht. Ist hier noch was? Oh ja. Aber was Schönes. Hm? Hab ich mal gegrunzt. Wie bitte? Hallo? Das sind ja komische Geräusche. Na gut, wollen wir mal gucken. Ah, hier gibt es Munition, Munition, Munition. Jetzt gibt es gar keine mehr. Das heißt, ach, guck einer an. Bei so viel Munition kann man, glaube ich, sogar mal über eine Doppelschrotflinte nachdenken. Jetzt noch ein bisschen Raketenwerfer, irgendwas. Hier waren wir, denke ich mal, schon, so wie es aussieht. 110 haben wir. Boah, hallo. Ach, sag mal. Wie gesagt, die Viecher können nicht viel ab, diese Maschinengewehrsoldaten. Aber wir können verdammt übel austeilen. Wo war es das? Oder war noch nicht? Wer schießt hier? Wer schoss hier? Okay. Gut, das sieht ja ganz gut aus. 46. 100%. Ding, 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 ding. Hier war irgendeine Gemeinheit. Ja. Da läuft sie schon. Ich nehme an, dass da auch noch eine ist. Ah, und hier waren die, die wir vorhin abgeballert haben. Gut, dann würde ich mal sagen, können wir mal Richtung rote Tür schauen. Oh. Ja. Die haben wir da vorhin reingeguckt von irgendwo, ne? War das nicht hier? Oder? Was ist denn das? Oh. Ach so, von hier kann man jetzt reingehen. Okay, dann war das jetzt wohl doch kein richtiger, echter Geheimraum. Naja, schade. Ach nee, Augenblick, so rum kann man nicht reingehen. Ja, das heißt, rumgehen. Geht auch. Alles machbar. Okay, und dann geht's hier weiter. Du sagst mal gar nichts hier. Hier noch irgendjemand. 36 Schuss, da kann man noch mal ein bisschen. Ich glaube, jetzt kommen die grünen Punkte. Ich weiß nicht, warum ich habe. Hört sich an. Ja, das sieht gut aus. Oh, die grünen Punkte nennt man am besten mit Raketenwerfern. Und tschüss. Okay, grüne Punkte. Ich weiß nicht, wie der Name irgendwann mal aufkam. Ich weiß nur, dass er aufkam. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Irgendwie haben die was vom grünen Punkt, vom dualen System. Ich kann nicht sagen, was. Sie sehen ja nicht mal so aus. Ist egal. Ist, wie es ist. So, hier ist der Schluss. Und ich meine, man kann hier auch irgendwie hinspringen oder so. Oder täuscht das? Mal gucken. Nö, das war ja nicht so aus, ne? Aber wie kommt man da auch noch hin? Das meine ich, mich zu erinnern. Weil von hier ist ja doch sehr. Oh, weiß ich nicht. Na, einfach das machen wir mal, ne? Ja! War eben eine Tonstörung. Hm, naja, wie auch immer. Gut, also das sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier müsste hoffentlich so ein Ding sein. Ein Teleporterfeld. Dann können wir hier rumkrabbeln. Vielleicht noch mal ein bisschen schauen. Oh. Das hätte jetzt nicht Not getan. Bilanz 86%. Oh, das ist aber schlecht. 33. Also, das war nur so mittelgut.
Okay, ich denke mal, ein Level schaffen wir noch, vielleicht auch zwei. Ich weiß es nicht. Jetzt geht es erstmal weiter. Bei, oh mein Lieblingslevel, bei Doom 1 und Doom 2 in der Neufassung ist es so, dass das Speichern etwas eigenartig geworden ist. Man muss immer erst in ein Zwischenmenü gehen und dann geht's weiter. Aber gewöhnt man sich auch dran. So, der ist weg. Der ist nicht weg. Der ist weg. Der ist weg. Ich werde hier mal auf einfaches Gewehr gehen, weil die Doppelschrotflinte doch den entscheidenden Nachteil hat, dass sie sehr, sehr lange braucht, um zu laden. Sehr lange. Kann man nicht anders sagen. Okay, hier haben wir schon 71. Hat man nicht mehr? Okay. Das erste Mal werden wir hier mit einem. Hier ist auch irgendwas, ne? Mit einem. Na, wie heißen denn die? Baron of Hell? Kann das sein? Hell Knight, Baron of Hell? Irgendwas in der Art zu tun bekommen. Ist der hinten einer? Toll, ne? Na gut, das ist glaube ich jetzt Munitionsverschwendung. Also am einfachsten ist es vermutlich, man geht hier einfach mal rein. Zwei sind davon. Okay, hier ist irgendwo ein Schalter. Den drückt man ganz schnell, rennt dann, rennt dann, rennt dann, rennt dann, rennt dann. Hofft, dass sie einen nicht treffen und hört sich das furchtbare Todesschreien an der armen, armen Barons of Hell. Und hofft dann auch nicht gleich abgeballert zu werden. So, schnell weg. Schöne Waffe. Geht das hier auch? Jupp. Hinten geht die nicht, ne? Doch. Hui. Ah, hier geht's glaube ich nicht, oder? Ah, ich will mal gucken, vielleicht kann ich hier mit der Waffe auch noch ein bisschen was machen. Naja, ist ja gut. Ja. Nö, das ist Verschwendung. Das ist Verschwendung. Wir werden jetzt mal hier einen Fahrstuhl nehmen. Oder warte mal. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Es ist ja noch. Oh, zu spät. Kann man hinspringen? Achtung! Ich glaube, den blauen Schlüssel haben wir schon. Und hier ist, denke ich, auch die einfache Flinte besser als die doppelte. Sag mal, die sind aber auch hier fleißig und werfen hier. Blöde ist, oder was heißt das Blöde ist? Das Realistische ja eigentlich, muss man sagen, dass die. Nee, ne? Vergiss es. Oh, nee. Da ist auch noch was. Ah, okay, alles klar. Oh, jup. Sehr schön. Ja. Der ist auch weg. Okay. So, ich denke, wir machen jetzt mal ein bisschen weiter. Es ist irgendwie so toll von den ganzen, von dem ganzen Aufbau her. Also ich fand es damals echt beeindruckend. Und ich finde es heute ehrlich gesagt auch noch nicht ganz unbeeindruckend. Oh, hier war nichts mehr. Hier ist alles tot. Oh, hier ist noch ein bisschen Munition. Der hübsche kleine Raketenwerfer. Nee. Das ist ja, was sind das für Dinge eigentlich hier? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Laserwaffe oder soll man es nennen? Ich weiß es nicht. Oh, die sind schon mal weg. Da hinten ist auch noch einer, der da rumeiert. Oh. Bin ich gerade in den Schuss reingelaufen, ne? Naja. Aber er ist möglicherweise auch in meinen reingelaufen. Okay, sind wir beide in irgendwelche Schüsse reingelaufen. Da würde ich gerne noch hin, zu dem Sphärending. Gucken die alle überall her? Ich weiß gar nicht. Kommt man da eigentlich hin? Gibt es hier irgendwas? Ah, oh, das ist halt schon so lange her.
Also da ist ein Schalter, der bewirkt nur eins, dass der Fahrstuhl nach unten geht. Hier ist nichts weiter. Hier kommt man, glaube ich, auch nicht hin. War denn das? Hier war kein Schalter mehr, ne? Nö. Den einen Schalter haben wir. Vielleicht muss man den anderen Schalter, der... Was? Achso. Okay, also entweder ist es da drüben noch irgendwas. Der Schalter sieht ja gar nicht mehr so grün aus, oder... Oh, hier ist es aufgegangen, oder? Oh ja. Uiuiui. Wenn man das nicht weiß, ist das auch sehr unangenehm, glaube ich. Hier geht es jedenfalls, denke ich mal, zum Schluss. Also, wenn man den blauen Schlüssel hat. Sind wir hergekommen, das kennen wir alles schon. Munition, alles klar. Nee, also wenn, muss das irgendwas mit dem anderen Ding zu tun haben. Okay. Nee, ne? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Oh. Na gut. Also hier nochmal drauf drücken. Wumm. Ah, alles klar. Ich sehe es. Boah, anö. Nicht anö, ah doch, okay. Gut, ich denke, es ist klar, was wir machen müssen. Wir müssen zuerst hier hinrennen, dieses blöde Ding runterholen, dann ein bisschen Gas geben gleich. Hier können wir uns mal Zeit lassen. Egal. Und los geht's. Oh, geht doch eigentlich. Hallo. Es ist ja ruhig. Ja, waren wir, haben wir auch was geguckt? Hallo? Oh, so viel ist er ja gar nicht. Hier ist die Sphäre. Ja. Ach nee. Gut, es war natürlich total wichtig, hier mal oben hochzugehen und das jetzt mal alles anzuschauen. Allerdings sehe ich gerade, dass wir den blauen Schlüssel ja schon hatten. Also ich weiß gar nicht. Verdammt, haben wir den eigentlich? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Na gut, okay. Ja, dann würde ich sagen. Geschafft. Dann geht es jetzt zu der blauen Tür. Ich schätze mal, wir hätten da eben schon reingehen können. Aber ich habe das echt nicht mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, wann wir den geholt haben. Oder war der hier bei den Barons of Hell mit bei? Ich weiß es nicht. Ist egal. Jedenfalls haben wir hier was. Ich nehme mal an, man muss hier drauf drücken. Was war das ein schönes? Naja. Das. Jetzt gucken wir uns gleich auch nochmal in Ruhe an, was das eben war. Och Mann. Ach Mist. Der echte Nachteil von der Doppelschrotflinte. Was war das denn jetzt hier? Da. Was ist das hier Schönes? Achso, das holt nur das Teil runter. Okay. Ja, gut. Kann man jetzt auch ohne mit klarkommen. Aber wenn man es mitnehmen kann, nimmt man es mit. 34 Schuss. Boah, schon viele von denen. Da hätte ich eigentlich auch mal ausweichen können. Ne? Ist irgendwas mit einer roten Tür? Jupp. Roten Schlüssel haben wir aber nicht. Nicht, dass ich mich schon wieder verguckt habe. Jetzt kriege ich aber schon Angst. Ich weiß echt nicht mehr, was hier kommt. Schnell speichern, schnell gespeichert. Irgendwas kommt hier garantiert noch. Garantiert. Ach, ich glaube, hier kommt das erste Mal einer der neuen Gegner. Dachte ich eigentlich.
man da irgendwie drauf springen? Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch eine Geheimtür ist dahinter. Ich weiß natürlich nicht. Hier. Ja, da sind sie. Die schießen nämlich mit ganz gemeinen Bällen. Um ganz ehrlich zu sein, ich fand die immer so ein bisschen missglückt damals. Aber na gut. Also ich meine, wenn da schon so unfreundlich. Ach ne, schade. Ach so, war schon. Na gut. Ja, das sind welche von den neuen Gegnern. Punkt. Gut, kann man aber so als Feststellung stehen lassen. ja. Und was ist das hier? Kommt man hier noch hin? Ne, leider nicht. Na, vielleicht doch. Mal gucken. Hier drin ist auch noch irgendwas. Das hört man ja schon. Wollen wir kommen da so vielleicht hin? Auch nicht. Schade. Naja, gut. Okay. Dann kommt man dann vielleicht doch nicht dahin. Ja, ist ja gut. Wahrscheinlich kommen die eh gleich hoch. Von daher ist es egal. Ah, ne. Der ist schon da oben. Okay. Gut. Ja. Könnte ja alles auch doppelt und dreifach ablaufen, ne? Okay. Ist hier noch irgendwas? Was man machen kann? Nö. Oh, nee, ne? Sag mir das jetzt nicht. Ich glaub's nicht. Entschuldigung. Ja. Ich meine aber, dass ich doch relativ schnell laden ist jetzt das hier. Ja. Speichern ist immer gut. Habe ich da gerade eine Trophäe für gekriegt? Freundliches Sterben oder sowas? Okay. Man muss es mit Humor nehmen. Nehmen die ja auch. Ja. Ah, oh, nee. 120, ja, ist okay. Bin ich da etwa gerade wieder in den Feuerball reingelaufen? Noch einer. Ja, haben wir noch. Ich denke mal, wir haben immer noch keine, ne? Nee. Oh, Maschinengewehr ist, glaube ich, nicht. Also die Feuerbälle von denen sind schon hart. Okay, aber. Allerdings muss ich sagen, wie gesagt, also ich fand sie jetzt nicht so toll. Okay. Na gut, das ging ja einigermaßen hier noch. Puh. Aber das ist ja fies, ne? Mit dem scheiß Sumpf da drin. Naja. Okay. Gut, wir haben jetzt, denke ich, den. Ach, von hier kann man rein. Kann man vielleicht auch von hier zu den. Nee, das geht nicht, ne? Nee, das ist ja viel höher. Nein, schade, 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 schade. Ach doch, komm, versuchen wir es mal. Vielleicht schaffe ich es doch, da zu den Maschinengewehr-Heinis hinzukommen. Das wäre dann auf der Seite. Nee, das hat sich nicht verändert. Ich mache mal trotzdem hier mal einen auf Speichern. Kann ja nicht schaden. Nee, geht nicht. Schade. Sehr schade. Okay. Ist schade. Na, was ist da denn schon? Bisschen Munition. Nix. Okay. Okay. Und hier? Ja. Na gut, hier ist eine rote Tür. Oh, das ist ja niedlich. Das ist ja süß. Kommt da rein? Oh, der kommt hier raus. Das war's schon. Da
Los, mal gut hier. Los, mal gut. Also, hier ist nichts weiter als immer noch da. Als ein bisschen Säure. Hätte auch gleich mit Hops gehen sollen können. Wir haben jetzt hier 14. Oh, so wenig. 22 Schuss. Okay. Ach du Scheiße, das geht ja noch weiter. Das ist so lang, das Level. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Na gut, dann. Hier geht es jedenfalls gleich noch mal ein bisschen rund. Haben wir noch ein paar von denen? Nee, gar nichts. 242 Schuss ist ein guter Wert. Ich kann gerade gar nichts sehen von dem Durchsichtigen. Der wird hier irgendwo rumschwirren, der Gute. Oder auch nicht. Vielleicht sind die auch die Gegner auch in diesem kleinen schönen Häuschen hier drinne. Man weiß es nicht. Hier sind jedenfalls überall Sprungtore. Oh, den wollte man nicht. Ach, da ist er. Da war er. Okay. Gut. Wollte ich mal ausprobieren. Jetzt sind wir irgendwo hier. Okay. Ah, nee, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Also diese Tastatur ist wirklich sehr smooth, kann man nicht anders sagen. Manchmal ist sie ein bisschen zu smooth. Hm. Eigenartig. Und hier sind wir gekommen? Ja. Okay, jetzt gehen wir mal hier mal rein, was hier passiert. Können wir mal drauf drücken oder so? Nö. Von hier reingekommen? Nee. Hier mal rein. Irgendwo musste man ja reinkommen können. Ach, na toll. Na toll. Alles klar. Da kommen sie her, die kleinen Schnullis. Die kleinen Schnullis. Wir waren doch mal welche, ne? Das war schon? 10 Schuss, zu wenig. Die mache ich ja nun gar nicht, ne? Gut, wir haben also den gelben Schlüssel. Wir haben. Ist ja nicht irgendwas Gelbes. Aha. Achso, kann man jetzt auch reingehen, okay. Irgendwas läuft hier noch rum. Hier ist noch ein bisschen Munition und hier ist der Ausgang, vermute ich mal. Ja. So, der eine hier, der dürfte noch leben. Was ist das denn hier Schönes? Wir sind hier gekommen. Ach. Ach, das ist ja witzig. Ja, das war diese Stelle ganz am Anfang des Levels, wo ich mal, da könnte doch irgendwas sein. Von hier sind wir ja gekommen, ne? Ja, okay. Na, wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Na gut. Ach so, dahinter war. Okay. Jo. Bilanz ziehen. Oh, da war noch ein Geräusch. Das heißt, alle werden wir wohl nicht erwischt haben. Nee, da war er. Na gut. 33%. Oha. Nun denn. Was kommt jetzt? Noch eins? Ein bisschen können wir vielleicht noch. Wir gucken mal. Oh, das sieht mir nach einem. Kann ich jetzt mal? Nee. Wie bitte? Du bist tief in den verseuchten.
Was? Starport? Wollen wir das da einmal? Du bist tief in den verseuchten Starport vorgedrungen, aber etwas stimmt nicht. Die Monster haben ihre eigene Realität mitgebracht und die Technologie des Starports wird von ihrer Präsenz umgekehrt. Vor dir siehst du einen Außenposten der Hölle, eine schwer befestigte Zone. Überwindest du sie, kannst du ins widernatürliche Herz der Starbase vorstoßen und den Kontrollschalter finden, der die Erdbevölkerung als Geisel hält. Naja. Geht noch weiter. Gucken. Müsste jetzt eigentlich noch weitergehen? Es geht nicht weiter. Sehr eigenartig. Nun denn, dann würde ich sagen, beenden wir das Let's Play an dieser Stelle. Warum es nicht weitergeht, ich weiß es nicht. Ist mir auch nie passiert. Abgestürzt ist es, glaube ich, nicht. Ja, und weiter geht's. Es war nicht abgestürzt, ich hätte nur auf die Space-Taste drücken müssen, aber naja. Das kann man ja nicht unbedingt erahnen, dass man mal irgendwo auf eine Taste drücken muss. Ist egal. Rucksack. Du hast einen Rucksack eingesammelt. Sehr schön. Damit kann man mehr Munition sammeln. Gibt's da noch irgendwas? Nö. Ah. Ja, dann würde ich sagen, wissen wir ja, wo wir gerade sind. Gibt's hier mal irgendwas? Ein bisschen. Das finde ich ganz cool. Den brauchen wir auch noch. Ja, ist ja gut. Alles gut. Wir müssen Munition einsammeln hier. Ja. Haben wir alles mitgekriegt. Ich hoffe, dass durch die Schalter, bin mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe, dass durch die Schalter irgendetwas. Ach nee. Ach, ich dachte, diese zweite Tür, die hier ist, die würde aufgehen. Na gut. Okay, tut sie nicht. Müssen wir halt. Boah, die Dinger haben aber auch echt eine Wirkung, ne? Brauchen wir schon was? Oh. Ach Mist, das war blöd. Na gut. Ja, ist ja gut. Oder vielleicht auch mal diese Waffe, die ist ja auch ganz schön. Ja. Ah, und die Spinnen kommen, also quasi Teil 2. Boah, nee. Mach mal weg hier. Ach du Scheiße, so viele auch noch. Scheiße, kommen die überall her? Ja, ich sehe es. Ja. Jetzt wollte ich schon gerade sagen, wie pupsleicht. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, dann würde ich mal sagen, einmal. Hier war der Rucksack, ne? Oh, ich denke, die Waffe ist schon mal ganz gut. Sollte man die Waffe nicht vielleicht aufbewahren für die. Ach, ich weiß auch nicht. Wir versuchen einfach. Dumm, dumm, dumm. Ja, auch nicht ganz toll. Macht nichts, kriegen wir alles hin. So, bum, 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 bum. Hier ist auch noch einer. Diese partielle Unsichtbarkeit. Heals 5%? Nee, ne? Scheiße. Okay. Also, es war jetzt nur zum Zeigen, wie das so funktioniert. Oh. Ist natürlich Blödsinn, ich kann es einfach nicht besser. Ja, wollen wir doch mal den hier. Gut, also die partielle. Okay. Machen wir mal so. Genau reingelaufen. Okay. Da ist noch so ein schönes Teil hier. Den habe ich. Also ich würde gerne an den kleinen. Da will ich. Oh nö, ne? Och nö. Och Mann. Direkt dran vorbeigelaufen. Okay. Laden nochmal von vorne. Also das war prinzipiell aber schon ganz gut. Finde ich. Vom Prinzip her. Boink.
70% Lebensenergie ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Oh, der ist kaputt. Ich dachte, der ist kaputt. Ach, meine ich doch. Ja. Mitten reingelaufen. Mitten reingelaufen. Scheiße. Scheiße. Ja. 15%. Ach, nee. Zuerst lief das so gut, ne? Da wollte ich noch sagen, oh, was für ein Pups hier. Ja, okay, wir tasten uns ran. Wir tasten uns ran. Ja. Okay. Okay, den haben wir auch. Den haben wir auch schon mal. Ja. Und der ist schon mal putt. Der ist auch putt. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch Schönes ist. Hier ist noch so eine schöne Waffe. Ja, ja, alles gut. Gut. Ja, gemein. Voll getroffen. Wo ist er denn? Da ist er. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal so, dass wir erstmal hier mal hinlaufen und schön. Ah, super. Das war gut. Okay. Der kriegt jetzt ab und zu mal einen reingewirkt. Oder sammle ich ja nochmal ein bisschen Munition auf für diese blöden Spinnen. Ja, ja. Die Spinnen. Okay. Es kommen die Spinnen. Okay. Ja. Ja. Ich meine, vielleicht sollte ich mal warten, bis welche da sind. Oh, Spinne Nummer 1 ist hinüber. Eine habe ich auch schon erwischt gehabt. Da sind auch welche. An Tschüssikowski. Ihr blöden Spinnen. Spinnen können doch nie leiden. Auch wieder eine. Ein bisschen strafen. Hier ist noch ein schöner. Ja, gut, ne? Da hat es wieder gemacht. Das wird schon ein bisschen ruhiger da, ne? Ein bisschen ruhiger, ja, ja. 185% Lebensenergie. Da kann ich ja mal so ein kleines Links hier holen. Dann treffen sie eigentlich so gut. Tun sie sowieso nicht. Okay, ich auch nicht. Das war's. Das war's oder nicht? Okay. Das war's. Das war es. Ich glaube, hier ist noch ein kleines Dingsversteck. Meine ich. Aber genau wissen tue ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Das war die dritte Ecke. Hier ist noch ein bisschen gepumptes. Nö, war wohl nichts. Okay. Ja, wird da ganz schön. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Munition haben wir, denke ich, genug. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir Bilanz. 100%, ja gut, okay. 66. 100% Geheimnisse. Ich weiß zwar nicht, welche ich da gefunden haben soll, aber nun ja, es waren schon ein paar. Ja, damit möchte ich gern dieses Let's Play 45 beenden.
Wie gesagt, im Anschluss habe ich nochmal die Einstellung für das XM Apex, also meine persönlichen Einstellungen, habe ich nochmal hinten dran gefügt als Bilder. Ich finde die Einstellung relativ gut, noch besser als die von dem Let's Play 45 von Doom 1. Da habe ich noch ein bisschen dran rumgespielt. Die gefallen mir jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ich bin noch nicht sicher, was es wird, ob es Wolfenstein 3D wird oder ob es Doom 3 wird. Ist beides machbar und beides möglich. Beides wird auf jeden Fall vorkommen. Ja, bis dahin, euer Thomas Sichelschmied.